Hallöchen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute der dritte Teil meines Berliner Fernsehturmbesuches. Heute wird es aber mehr um unter dem Fernsehturm gehen. Während ich auf dem Fernsehturm war, ist übrigens ein Hubschrauber auf gleicher Höhe vorbeigeflogen. Ich kann euch sagen, da rutscht das Herz ganz schön in die Hose. Aber von Hubschraubersicht war die Aussicht sicher mega. Da sind wir hochgefahren, gerade mit dem Aufzug. Jetzt werde ich mal meinen Roller abholen. Ja, ich mache es wieder runter. Aber ich muss sagen, bei dem Hubschrauber ist mir schon ein bisschen anders geworden. Das ist nicht so doll, wenn da plötzlich ein Hubschrauber rumfliegt. Auf gleicher Höhe wie man selber. Da wird man schon an was erinnert, ne? Der Roller ist noch da, Gott sei Dank. Und dann braucht sie den Roller fahren. Die kann man ja nicht fahren. So, hier rechts sehen wir den Berliner Dom. Der Berliner Dom hat im Jahr normalerweise 700.000 Besucher und die Fürstengruft zählt zu den bedeutendsten Grabstätten europäischer Herrschergeschlechter vom selben Rang wie die Kapuzinergruft der Habsburger in Wien. Sie birgt 94 Särge und Sarkophage aus Holz, Zink und Marmor. Die will ich mir auf jeden Fall mal angucken, nur zurzeit ist sie im Umbau, da werde ich wohl noch etwas warten müssen, weil sie geschlossen hat. Stelle ich mir aber mega interessant vor. Hier vorne war der Neptunbrunnen auf der rechten Seite. Wir fahren jetzt quasi mit dem Roller einmal um den Brunnen herum. Der hat nämlich so viele Pflastersteine. Das hätte etwas holprig sein können, darauf zuzufahren. Links sehen wir Sightseeing-Busse. Eine Sightseeing-Fahrt ist auch immer das wert. Ich habe es einmal gemacht, mehr als einmal braucht man es nicht. Aber in Berlin fährt auch ein 100er Bus und der fährt durch die ganze Stadt und das kostet lediglich eine Fahrkarte. Links die Marienkirche. Hier werde ich kurz gefragt, wo das bestimmte Hotel ist, das derjenige sucht. So, und weiter geht die Fahrt Richtung Marienkirche, die übrigens zurzeit wegen Umbau aufgeschlossen hat. Gerade durch den Besuch des Fernsehturms sieht man mal, wo und wie viel in Berlin überall gebaut wird. Hier das Park-In, das wir hier gleich unten auch nochmal sehen werden. Da den roten Kran habt ihr vielleicht auch gesehen. Hier ist das Park-In wieder, gerade links. So, und hier vorne T-Max zum Beispiel. Hier sind verschiedene Geschäfte drin. Hier einmal von oben, da fährt die S-Bahn drüber. Die Tram wäre jetzt hier zu der linken Seite. So, einmal durch. Also in diesem Gittern ist übrigens auch Haltestelle von S-Bahn. Das sieht man hier zur linken. Und hier wieder von unten, jetzt mache ich mal einen kurzen Stopp bei diesem Trabant. In Berlin kann man übrigens auch Trabant fahren.
Habe ich auch mal vor, bis jetzt noch nicht geschafft, aber ihr seht, es gibt hier so viel zu erleben, man wird nie müde darin. So, ich hoffe, euch hat die Fahrt Spaß gemacht und der kleine Ausflug und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Tschüssi, noch einen schönen Tag und viel Spaß noch beim Stöbern im Internet.